Hey liebe Leute, willkommen zurück in der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter für den Nintendo GameCube. Im letzten Part haben wir uns sehr viel in den Minen Morias umgesehen. Und jetzt dürfen wir, also wir haben das Buch gefunden mit den Geheimnissen. Und ich denke, wir müssen jetzt nur nochmal hier runter und können dann diese große Tür öffnen, die wir schon sehr früh entdeckt haben, direkt nach dem Entern quasi. Und ja, das könnte jetzt funktionieren. Ich denke, wir sind hier, Herr Zwerg. Keine Geheimnisse mehr. Ja, dort ist die geheime Tür. Das Werk unserer Geschicklichkeit. Handelu, Yven. Dieser Pfad führt zur großen Halle der Aufzeichnungen. Dort warten vermutlich noch andere Geheimnisse auf uns. Die großen bösen Hallen Morias. Wobei böse ja eher nicht. Ja, warte. Aber das hier ist wieder böse. Ganz, ganz böse. Besonders der Typ mit der Maske. Was steht denn da? Warum steht denn da unten N sein? What the fuck? Was ist denn jetzt passiert? What the fuck? Moment mal ganz kurz. Wo kommen diese Probleme gerade her? Okay, wir. What the fuck? Es kann sein, dass ich gleich mal ganz kurz das Spiel neu starten muss. Steckplatz A. das ist jetzt gerade ein bisschen, sagen wir mal, ungünstig. Das soll so nicht sein. Hilfe aus. Ja, okay. Ja, nein, darum kümmere ich mich gleich. Das sollte so in der Tat nicht sein. Bordley.ap Moria Org Bogensch. Geheimnisse. Warum ist das jetzt so? Das verwundert mich gerade. Das Problem hatte ich sonst eigentlich nicht. Und ja auch bisher nicht in dem Projekt, wie man gesehen hat. Aber da kümmern wir uns drum. Keine Sorge. Ich werde mich sogar jetzt direkt drum kümmern und würde sagen, hier mal ein ganz kurzer Cut. So, wieder zurück. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt funktioniert. Ich kann nicht erklären, woran es jetzt gerade gelegen hat. Und hoffe einfach, dass es nicht wieder auftritt. Und wir schauen uns weiter in den Hallen Morias. Und da unten habe ich schon einen Speicherplatz gespottet, aber wir gucken uns natürlich erstmal die ganzen Truhen an, die natürlich alle bewacht werden oder auch nicht. Aber fast. Also hier kommt irgendwo nochmal ein Kapital. nochmal die Gegnergruppe. Ja, aber jetzt sieht doch alles wieder normal aus. Genau so gefällt mir das schon besser. Ich hatte versucht, ein bisschen Anti-Aliasing fürs Spiel zu aktivieren, damit ein paar der Kanten nicht so flimmern, weil ein paar Kanten manchmal ein bisschen geflimmert haben. Aber offenbar war das nicht die beste Idee. Was okay ist. Das ist okay. So, ich hoffe, Elegos ist gleich nochmal dran, weil ich würde ihn gerne nochmal zu Idrial wechseln lassen. Läuft die auch, wenn wir es wieder ganz normal haben. Ja. Sieht alles richtig aus. Hier nebenan am PC. Elegos, bitte sei doch nochmal dran. Warum bist du nicht nochmal dran? Naja, dann provoziere ich halt einfach nur, um gleich zu wechseln. einer sollte bitte drauf kommen. Merci. Ja,
Reicht nicht? Wie unfair. Dann können wir aber Beretor wiederholen. Und einmal aus Spaß, weil wir es noch nicht gemacht haben, mal Gunst der Gefährt machen. Regeneriert in jeder Runde einige AP der Gruppe. Einfach aus Spaß mal machen. Und jetzt kannst du auch weg. Gleich vor uns ist ein Speicherpunkt, wo das alles wieder aufgefüllt wird. Deswegen konnte ich einfach die Gunst der Gefährten gerne mal zeigen. Weil die Animation doch ganz hübsch ist. Ja, und so kriegen wir sowieso die ganzen AP wieder. Also alles easy peasy, lemon squeezy. So. Aufstieg. Stärke. bei ihr muss ich das aber auch mal ein bisschen skillen, damit ihre Fertigkeiten die... Was wollte ich jetzt sagen? Damit ihre Kampfesfertigkeiten auch mal ein bisschen mehr Schaden machen, weil die machen zwar praktische Effekte, aber es ist noch praktischer, wenn die halt auch reinficken. Finde die Kammer der Schriften. Plus 4950 EP. Nochmal für Beretor reicht zwar nicht für ein Level-Up, aber hatten wir ja eh gerade erst. Die speichern. Wir sind im Part 7 mittlerweile angekommen, ne? In irgendeinem Part, ich glaube im fünften Part habe ich, glaube ich, den Speicherpunkt von Part 4 überschritten. So, und ich glaube, dass wir jetzt gleich den Pfeilhagel brauchen werden. Ja, genau auf den Kampf habe ich nämlich gewartet, so lange, weil genau hier wollte ich das die ganze Zeit machen. Was ist denn das, die noch schrecklicher Biss? Der Kiefer dieses Wargs kennt keine Gnade. Tödliche Klauen. Diese Klauen reißen tiefe Wunden. Ich würde einmal ganz kurz einfach, weil wir potenziell niemals alle sehen werden, einfach mal kurz... So, ich mach das mal kurz, wie das aussieht, damit ihr das seht. Fast 3000 Schaden. Easy. So. Jetzt machen wir mal nach dem schrecklichen Biss, auch damit ihr das einmal seht. 4400. Holy fuck. Aber wir machen den Feierhagel. Tschüss, ihr Penner. Ich glaube, hier kommt... Ne, hier kommt kein Nachschub. Ich dachte, hier kam noch Nachschub. Easy. Boah, also Idriel bekommt als einzige EP, weil die als einzige jetzt was gemacht hat. Ja gut. Ups. Und damit sind wir im nächsten Kapitel. Ostmoria. Toll. Der Balrog hat uns gefunden. Versteckt euch. Diese Kreatur sucht den Zauberer. Wir müssen ihn zuerst finden. Ja, den wollen wir natürlich nicht. Was ist hier noch? In dem toten Troll gibt es Schulterplatten des Hauptmanns. Oh, ich glaube, jetzt fängt gerade auf dem Parkplatz hier wieder der Yoga-Kurs an. Zumindest klingt die Musik danach. Falls ja, würde ich gleich mal kurz meine Fenster schließen. Für den Sound. Aber erstmal haben wir eine ganze Menge neuen Ausrüstungskram. Fangen wir mal hier an mit dem Wollmantel der Dunedai. Tada! Voll abgeranzt und geflickt, aber hey, aber besser. Machen wir mit dir weiter, weil du hast jetzt auch mal wieder eine neue Waffe, das Elbenfalchion. Moment. Oh ne, ich dachte kurz, es sieht aus wie ihr Startschwert, aber nein, nicht ganz. Ihre Waffen erinnern mich immer so an Prince of Persia. Ich hätte auch echt mal wieder Bock, Prince of Persia zu spielen, muss ich sagen.
Und du hier hast einen Ring. Und die Schulterplatten. Die nur ein kleines bisschen verzerrt anders aussahen. Ja. Gehen wir hier mal weiter. Hier könnte ein Speicherpunkt sein. Genau. Neuer Tagebucheintrag. Neuer Tagebucheintrag bedeutet, glaube ich, immer neue Aufträge quasi. Auch da muss ich nochmal schauen, ob ich denn in Westmoria eigentlich alles erledigt habe. Weil das wäre schon ganz cool. Aber 11%, ich glaube, die Prozentzahlen, die stimmen nicht so ganz. Also jetzt erst 11% empfinde ich doch als ein bisschen zu wenig. Also glaube ich nicht dran, dass das stimmt. West haben wir komplett, wunderbar. Ost. Lauf zur Brücke von Khazad-dûm. Einziger Ausweg zum Osten. Mhm. Finde Balins Streitaxt und finde die Zwergenstatue. Das werden wir beides machen. In dem Part allerdings werden wir uns jetzt nur noch einer Sache widmen, denn ich hatte ja gesagt, dass wir bei Kapitelwechseln uns immer mal den Schattenmodus anschauen. Das heißt, jetzt wird noch ein bisschen gekämpft, aber aus anderen Perspektiven. Warum ist das so wichtig, dass wir das zwischendrin immer machen? Ganz einfach, wir bekommen Items, die wir dann ja auch einsetzen können in der Story. Und das ist wichtig. Ich muss allerdings mal ganz kurz das Fenster schließen. Weil da unten dieser abgefuckte irgendwas Fitnesskurs ist und die immer laute, basslastige Musik haben. Und das nervt. Okay, wir sind der Wächter. Das müsste jetzt der Kraken sein, ne? Genau. Den können wir jetzt, wie ich beim letzten Mal Schattenmodus schon angekündigt hatte, endlich spielen. Aber wir werden noch nicht verschont. Ja, wir beginnen schon fast halbtot. Und die könnten, glaube ich, Beretta auswechseln. Wer ist am gefährlichsten? Ich glaube, Elegos ist am gefährlichsten. Attackiere deine Gegner mit stinkendem Wasser. Das geht auf alle. Ekstase auch. Peitsche. Ja, dann machen wir doch erstmal das. Auch wenn ich Elegos fokussieren möchte. Aber ich weiß nicht, ob das so überhaupt gut möglich ist. What? Den Skill habe ich noch. Den Skill habe ich ja jetzt noch nicht mal. Das ist übrigens einer der wichtigen magischen Skills, die wir noch lernen wollen. Müssen. Ich würde mal mit der Peitsche auf Elegos hauen, einfach um zu gucken, ob das mehr Schaden. Ne, das macht sogar weniger Schaden, okay. Also so ein Fokusangriff, das könnte jetzt gerade sogar schon fatal gewesen sein, dass wir es deswegen nicht schaffen. Man muss hier wirklich aufpassen. Es ist nicht so einfach. Und die hauen gut rein. Ja, wir machen einfach weiter modrige Wasser. Macht am meisten Schaden und geht auf alle. Oh, jo, lebt nur noch einer. Lass das, du Wicht. Und einfach damit wir alles mal gemacht haben, machen wir jetzt mal die Ekstase. Das sollte auch, glaube ich, reichen. Um ihn zu erlegen. Vielleicht noch nicht ganz machen. 96, das war ja gar nichts. Was ist denn da passiert? Ach, Scheiße. Na dann nochmal. So. Haben wir den Kampf als Wächter auch geschafft. Was haben wir jetzt noch? Ich glaube, dieser Kreiskampf wird noch kommen und halt der allerletzte. Ja, genau der hier. Der kommt auf jeden Fall noch, aber auch dieser Kreiskampf. Auf jeden Fall fangen wir an mit K.O.-Schlägen. Auf ihn. Schön betäuben ist wichtig. Wichtig, wichtig, puppichtig. Fokussieren wir ihn fertig oder lassen wir ihn erstmal betäubt? Die können alle im Fernkampf angreifen. Das ist voll fies, dass sie keinen Beretor dabei haben. Ne, dann fokussieren wir erstmal. Elegos fertig. Einer weg heißt einer weniger. Tode kann man auch nicht auswechseln, glaube ich. Jetzt noch viel. Weil er kann die da unten ganz schnell ausschalten mit seinen krassen Nahkampfskills. Ja, und er macht, sie macht was, was mir nicht gefällt. Deswegen muss der ganz schnell weg. Oh nein, nicht mein KO-Typ. Der muss überleben. Das ist nicht gut. Lass das.
Ja, den kannst du ruhig angreifen. Auf den gebe ich nicht so viel Scheiß. Aber mein KO-Typ... Nein, lass das! Mein KO-Schlag-Typ, der darf nicht erlegt werden. Fick dich, du Wicht. Ist der jetzt wenigstens nochmal dran? Oh fuck, der ist nicht nochmal dran. Zumindest nicht so bald. Er sei denn, ich kriege Edre. Oh scheiße, das könnte jetzt problematisch werden. Dass der nicht nochmal dran ist, ist wirklich äußerst ungut. Oh. Ja, du hast nochmal Elben hast. Dich selbst. Scheiße. Das gefällt mir alles nicht so gut. Warum ich jetzt plötzlich sie angreife? Ganz einfach, weil mein Ziel ist, Headhot gleich zu betäuben. Ja. Weil mein Typ stirbt gleich durch die blutende Wunde. So, okay, Ausschlag unbedingt auf Headhot. Und er muss jetzt treffen. Bitte. Sehr gut. Betäubt. Betäubt. Ja, genau, der ist jetzt nämlich tot. Das ist nicht cool. Der ist auch fast tot. Das ist nicht cool. Ich wiederhole mich gerne. Ja. Bin ich weg, weil sie gleich dran ist. Und jetzt können wir uns schön aus dem Fernkampf um den Zwerg. Ja, wir haben Verluste. Das ist nicht schön. Nicht schön. Aber zum Glück nur ein Verlust. Das war's schon. Krass. Ich dachte, der Kreiskampf wäre noch. Aber wir bekommen ein Schild für Berethor und einen Elbstein. Das war kurz. Also dafür, dass der Region-Part echt lang war, wo wir irgendwie 5, 6 Kämpfe oder so hatten, oder 4, 5, ich weiß gerade nicht, war das eigentlich jetzt echt wenig. Na, dann gehen wir doch hier nochmal rein, rüsten den Kram aus. Und dann können wir eigentlich noch ein paar Meter weiterlaufen, wenn wir erst bei 18 noch was sind. Ostmoria. Oh yeah. Ich habe einen neuen Schild. Ist der auch besser? Ja, ist er. Vielen Dank. Und Schattenschutz. Ja, warum eigentlich nicht? Kann doch irgendjemand anderes eintragen. Ja, dann nimm du doch das. Damit der nicht so alleine rumgammelt. So. Das Ausrüsten davon nochmal abspeichern. Und dann würde ich wirklich sagen, können wir eigentlich noch 10 Minuten weiterlaufen. Mal gucken, wo uns das so hinführt hier. Immer schön die Augen offen halten nach Truhen. Man kann ihm leicht folgen. Er bringt den Berg zum Schmelzen. Was für eine Macht! Nach euch, Herr Zwerg. Dann seht ihr ihn zuerst. Ach ja, Elegos und Headhot ist ein schönes Pärchen. Schönes Grüppchen, eine schöne Konstellation. Tropfen Valinors. Wir haben schon wieder so viele Items, von denen ich die Bedeutung nicht kenne. Oh Gott. Ah! Sag mal, wo kamt ihr denn her? Von den Säulen in Ostmoria. Yeah. Lähmender Schlag erlernt. Ich muss bei ihm jetzt unbedingt weiter auf Magie gehen, dass wir diesen Angriff, den er da gerade bei dem fucking Kraken schon hatte, noch nicht haben, ist ein bisschen belastend. Boah, das kostet jetzt ja richtig viel. Wir müssen unbedingt unsere Perfektleiste wieder vollkriegen. ASAP. ASAP. Schwupps. Wen zuerst? Machen wir erstmal einen Tod. Machen wir erstmal einen Tod. Reicht das überhaupt? Ja.
Aber nur wegen Kriegisch, glaube ich. Ja, wobei, naja, ich glaube, es hätte auch so gereicht. Aber. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wollen wir das mal machen, damit. Nee, ihr seht früher oder später noch, wie das aussieht, glaube ich. Dass man seine Runde nicht abgeben kann. Nee, ich würde nämlich gerne noch Elegos reinholen, aber statt Headhot. Und dann können wir hier noch so einen Punkt mitnehmen. Alles easy peasy. So. Oh ja, das war eigentlich blöd. Das war eigentlich gar nicht so klug, was ich gerade gemacht habe. Na egal. Egal. Kritisch. Oh, jetzt muss ich mit ihm also auch noch den Geschickkram hochbringen. Es sieht ja ganz so aus. Oh, komm, Bro, was geht ab? Ich glaube, ich muss den doch nochmal. Na, oder auch nicht. Ja, doch, komm, wir können mal hier kurz ein bisschen den Kampf hinauszögern, um noch ein paar Fertigkeitspunkte zu bekommen. Das ist okay. Und vor allem, um doch nochmal zu zeigen, wie sehr ich dich hasse! Kein Kommentar. So viel zum Hinauszögern. Naja, jetzt machen wir es. Arsch. Die können doch nicht immer so viel ausweichen. Ich muss echt, glaube ich, mehr auf Geschick gehen. Ja, wobei, Geschick ist ja nur gegen daneben, ne? Nicht gegen ausgewichen. Ja, keine Ahnung. Was soll's, was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Die Fertigkeitspunkte bekommen wir trotzdem auch, wenn wir nicht treffen. Ihr könnt die Truhe noch so beschützen, wie ihr wollt. Ich hole mir die trotzdem. Und ihr könnt mir gar nichts, denn ihr kriegt Wasser ins Gesicht. Ich sagte Wasser ins Gesicht. Das wäre jetzt daneben, also da brauche ich wirklich Geschick für. Wie frustrierend das mit der Trefferquote ist. Aber es gab noch irgendein Spiel, bei dem das noch viel schlimmer war mit der Trefferquote. War das von Mansing Saga zu. Alter! Lansing Saga 2, glaube ich, oder? Wo ich in dem Let's Play auch halb ausgerastet bin, weil gefühlt nur jeder dritte oder vierte Angriff getroffen hat. Das geht ja gerade ein bisschen in die Richtung hier. Da müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass das nicht so bleibt. Das heißt, wir müssen Geschick spielen. Auch wenn ich da keinen Bock drauf habe, weil ich andere Sachen da praktischer finde. Aber hey. Ja, ich mache tatsächlich jetzt erstmal das hier, um da einen Skillpunkt zu bekommen und was reicht. Ich brauche wirklich mehr magischen Kram jetzt noch. Also mehr magische Punkte, meine ich. Bei Headhot. Der hat es überlebt? What? Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet. Da bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Von meiner Kumpelblase Beretor, wie ist denn das passiert? Dass der das gerade überlebt haben kann, hä? Ich bin wirklich gerade verwirrt. Elegost, hier sind neue Armschienen für dich. Die sind sogar echt hübsch. Das ist cool. Und du brauchst Geschick. So. Du. Eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem sicherheitshalber mal, weil es bestimmt bei Zeiten auch sich bei ihr noch zeigen wird, wenn ich da mit den Punkten nicht mitgehe, mit der Zeit. Man muss ja immer mit der Zeit mitgehen, wie die Standards so sind heutzutage. Ihre Angst vor dem Balrog schwindet!
Es wird Zeit, sie niederzustrecken. Nicht so hastig. Sie sind über uns. Zurück! Sie versuchen uns einzukreisen. Das haben wir doch schon mal gehabt mit denen. Warum fallt ihr denn auf die gleiche Scheiße wieder rein? Jetzt habe ich keine AP. Fuck, Alter. Ich glaube, ich muss mal Gunst der Gefährten machen. Ich habe gar nicht genug AP für Gunst der Gefährten. Ha! Scheiße. Was machen wir da? Ich glaube, in erster Linie töten. Ich werde Beretor wahrscheinlich auswechseln müssen, einfach weil er... Also erst sobald er das zweite Mal dran ist für die EP. Aber einfach weil er, ja, keine AP mehr hat. Ich könnte auch ein Objekt benutzen, aber... Das ist ein ungünstiger Start gerade. Ich kann nicht mehr auswechseln. Ach du Scheiße. Na, dann machen wir aber lieber das hier mit den letzten AP. Der ist gleich dran, deswegen muss der als erstes weg. Jetzt ist einfach ein anderer Bogenschütze dran? Wie kann das denn sein? Oh Gott. Ich gönne mir mal einen alten Tobi. Ja, das wird mir hier langsam zu kritisch gerade. Oh, ich habe nicht mal genug, um Gunst der Gefährten zu machen. Wie fies. Das kostet, glaube ich, 120. Ohne perfekten Bonus. Aua. Ja. Ah, du kleines Stück Kot. Oh, du hast auch nichts mehr. Dann gönn dir das mal bitte. Und du musst dir das aber tatsächlich auch nochmal gönnen, einfach weil du schon wieder so viel HP verloren hast und weil ich Gunst der Gefährten machen möchte. Wobei ich jetzt Gunst der Gefährten schon gar nicht mehr brauche, aber... Mal gucken. Mal gucken, was ich gleich mache. Die hauen auch rein, also das ist gerade wirklich kein... Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen hier. Eins nach dem anderen. Soll ich das jetzt einfach aus Spaß trotzdem mal machen? Ach komm, ich mach das. Ich bekomme ja ein paar AP zurück. Und du musst unbedingt Magie machen, weil wir deine nächsten genau Flammenschutz brauchen. Dankeschön. Aber die andere Attacke können wir noch nicht, ne? Die der da gemacht hat. Das ist echt gerade. Es wird knapp. Das ist ja gar nichts. Das heilt ja gar nichts an AP. Und wer hat das schon wieder überlegt? Was ist denn gerade los? Warum überleben die denn alles so gut? Jetzt muss ich mir echt mal ein bisschen Gedanken machen, dass ich hier nicht drauf gehe. Aua. Die sind aber auch echt tausendmal dran, oder? Das sind halt auch einfach tausend Gegner. Okay, wer ist jetzt dran? Idreal. Auch schon wieder nur kurz und dann sind wieder alle von denen dran. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, dann sind alle von denen jetzt zumindest einer weniger. Boah, das wird langsam echt knapp hier. Aber ich hau jetzt drauf. Also ich glaube, heilen ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Ich glaube, einfach volle Offensive und gut ist. Wobei das Problem halt ist, dass Beretor noch zwei Gegner hat. Wir machen mal das hier. Gut. Headhot, du musst wieder Magie walten lassen. Auch wenn es gerade echt... Nee. Wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Wir haben ja Flammenschutz zumindest gerade gelernt. So, letzter Gegner steht bei Beretor. Da müssen wir jetzt warten, bis Beretor dran ist. Das ging schneller als erwartet. Dann gehen wir auch hier auf Nummer sicher und hauen das raus. Auch wenn es vielleicht wieder nicht reingeht.
tatsächlich alles. Das ist ja unglaublich. Ich muss bei ihm mal wieder Stärke erhöhen, glaube ich. Der stärkere Heilzauber. Gut, dass der alle angreifen kann und jetzt nicht einfach Beretor angegriffen hat. Aber apropos Beretor. Nimm mal einen Steinschild. Ja, bitteschön. Das können ein paar später Gegner... Ein paar Gegner später, glaube ich, auch. Ein Steinschild-Skill oder zumindest einen, der genauso funktioniert. Okay. Geh ruhig auf Alter, was ist denn mit meinem Sprechen wieder los? Auf Idreal. Weil die kann nichts. Ich meine, die hat genug HP. Fuck, was ist. Julian, reden. So, machen wir aus Spaß noch einen Flammenschutz. Um noch ein paar magische Punkte zu bekommen. Und damit er nicht nichts macht. Ich hätte auch Objekt erschaffen machen können. Aber wir können auch einfach reinhauen. So. Das war ein anstrengender Kampf, möchte ich mal sagen. Auch da wir nicht auswechseln konnten und auch ziemlich schwach schon hier reingegangen sind, war das echt, ich würde mal sagen, grenzwertig. Okay, danke für deinen neuen Mantel. Oh, voll hübsch. Und Geschick. Bei dir Geschick und Tempo, ja. Achso, und da muss ich bei Beretor aber als nächstes auch trotzdem wieder auf Stärke gehen. Weil er jetzt gerade, wenn er mit Zorn der Zitadelle den Moria-Org nicht, oh Gott, killen kann, dann ist tatsächlich problematisch, würde ich sagen. Angriffstempo verringern ist, glaube ich, erstmal eine gute Idee bei so einem Gegner. Dann mehr Schaden machen. Dann Schwächen, wobei ich gar nicht glaube, dass er noch dran sein wird. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir werden ihn jetzt ganz schön kaputt ficken. Aber mal gucken, er hat ja auch viel HP. Er ist geschwächt. Achso, ne, sein Angriff ist geschwächt. Aber wir sind gestärkt und trotzdem nimmt er nur so wenig Schaden. Ich glaube, der ist eher schwach gegen Magie, oder? Geht so. Das hat auch echt viel weniger Schaden gemacht. Vielleicht gegen Feuer? Auch nicht wirklich. Aber wir sind wieder im Perfektmodus. Das ist gut für Beretor. Au, au. Du Wicht! Machen wir mal die andere Rüstung runter. Jetzt noch eine Wunde. Und jetzt haut Headhunt richtig rein. Ja, oder noch nicht. Hau erstmal selber nochmal rein, vielleicht reicht es schon. Es reicht schon. Große Klasse. Yeah! Voll 1 von 9 besiegt. Und finde Balin Streitachs. Ach, er hatte die. Ja, Mensch. Und wir müssen 9 Trolle besiegen. Ich sehe jetzt nochmal, die ist ja gar nicht besser. Aber immerhin haben wir sie gefunden. Yeah. Boah, also dafür, dass sonst so viele Speicherplätze kommen, ja jetzt schon länger keiner mehr. Könnten aber mal wieder einen gebrauchen. Da wird wahrscheinlich am Ende dieses katastrophal bösen Raums sein. Wo wir auch gleich übrigens einen Cut setzen werden. Ne? Ah, und ich muss nochmal auf die Fertigkeiten von Headhot und von Idria, ich wollte schon wieder Galadriel sagen, gucken. Weil die ja beide was erlernt haben und wir jetzt schauen müssen, dass sie jetzt nicht irgendwelchen Unfug lernen. Ne? Einfach weggeklatscht. Haben wir zwar wieder keinen Elegos, aber ist gerade nicht so schlimm, glaube ich. Ich glaube, das Team, wie wir es jetzt haben, ist auch für dieses Kapitel äußerst praktisch. Okay,
Statistiken, Stärke und Geist, ja. Ausrüstung hatte ich glaube nichts mehr, aber Fähigkeiten würde ich gucken. Bei dir, beim Magischen, Schadensschild, der Nahkampf, Angreifer und Schaden zufügt, cool. Sorgt ein Schild um die Gruppe, wenn der Schild fällt, wird die Gruppe verletzt, aber so lange nicht. Auch nicht schlecht, aber ich würde tatsächlich den Schadensschild erstmal weiternehmen. Headouts Angriffe versuchen, verursachen im Perfektmodus immer kritische Treffer. Das lernen wir mal. Holy fuck. Hier, das dauert noch, ja. Panzerbrecher. Panzerbrecher? Ne, Moment mal. Machen wir das hier mal lieber. Das ist nämlich das, was Kumpelblase gegen uns verwendet hat. Du bist noch gut dabei. Du bist auch gut dabei. Aber bei dir müssen wir nochmal gucken. Läuterung. Befreit ein Gruppenmitglied von allen negativen magischen Einflüssen oder schützt ein Gruppenmitglied dies wird im Ernstfall automatisch. Ja, das wollten wir jetzt erstmal lernen. Hier Rüstungswert. Verbessert Fähigkeit angegriffen auszuwählen. Zahl von OAP. Ja, aber da gehen wir erstmal damit. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie wir passiv eigentlich erhöhen. Und hier ist okay. Passiv sollte ich vielleicht bei allen nochmal schauen. Ja, das ist okay. Ja, und das ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich würde lieber das erstmal lernen wollen. Okay. Gut, meine Freunde, dann würde ich an dieser Stelle sagen, ich stelle mich hier mal hin, dass ich weiß, es geht da lang. Aber um den Part jetzt nicht länger hinauszuzögern, weil er doch schon recht lang ist, würde ich sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.